Matthäus, das dienstälteste Saaralpaka. Wir sind hier auf der Saaralpaka-Farm am Rande von Saarbrücken, mitten im schönen Almet im Naherholungsgebiet. Und mit Matthäus zusammen wohnen hier noch knapp 100 Lamas und Alpakas, 3 Trampeltiere, 5 Esel, 3 Hunde und 2 Kater und Rainer und ich. Girlies! Na komm schnell! Mädchen, Frühstück! Na kommt! Hopp, hopp! Was haben wir denn da? Ja, für dich haben wir auch was. Wir haben hier, das ist ein Guanaco zwischen unseren ganzen Lamas und Alpakas. Wir haben insgesamt 2 Guanaco-Stuten. Guanacos sind die Wildformen, aus denen die Lamas gezüchtet sind. Wildtiere heißt in dem Fall, dass sie extrem scheu sind. Die Holly, die ist relativ zutraulich, die frisst auch ganz gerne aus der Hand. Beim Fressen, da geht's dann irgendwie, da überwinden sie dann doch ihre Scheu und ihre Grenzen. Ich finde die unheimlich schön, weil die haben einfach diesen grauen Kopf, also so eine ganz typische Zeichnung. Guanacos sehen eigentlich alle mehr oder weniger gleich aus. Unsere beiden sind auch relativ schwierig auseinanderzuhalten. Während unsere Lamas ja hier irgendwie, die Azu ist braun, Carmen schwarz-weiß, da gibt es ja alle Farben. Olli, willst du noch mal? Ja, jetzt steht die freche Carmen vor dir, ne? Komm mal her, guck mal. Oh, sie überlegt. Sind hier meine Schuhe. Neben unseren insgesamt 113 Tieren haben wir beide tatsächlich noch einen Job. Ich bin eigentlich Inspizientin am Theater und Rainer arbeitet als Produktionsleiter für Veranstaltungen. Und ja, Saaralpaka hat tatsächlich als Hobby angefangen. Mittlerweile ist es natürlich viel, viel mehr. Rainer hat einen Bericht im Fernsehen gesehen über einen Alpaka-Züchter vor jetzt mittlerweile knapp 12 Jahren. Als Alpakas noch nicht so in aller Munde waren, wie sie jetzt sind. Und ich habe ihn zu Anfang tatsächlich für vollkommen verrückt gehalten, irgendwie, weil ich dachte, was hat er denn jetzt? Der hat aber tatsächlich nicht mehr aufgehört, über Alpakas zu reden, rauf und runter. Und dann habe ich irgendwann gedacht, naja gut, dann muss ich jetzt auch mal gucken, was sind denn das eigentlich für Tiere? Dann war ich allerdings auch irgendwie ganz, ganz schnell verliebt. Also er musste mich tatsächlich nicht lange überreden. Und ja, dann haben wir eigentlich auch so ein bisschen blauäugig, glaube ich, angefangen. Wir haben uns natürlich gut erkundigt vorher. Wir haben auch irgendwie bei unseren Züchtern damals in England, irgendwie, wir haben da ein Wochenende verbracht, irgendwie ein ganz intensives irgendwie und halt sehr viel gelernt über Alpakas. Und dann haben wir eigentlich eher so angefangen, na, für unsere eigene Entspannung halten wir uns mal ein paar Alpakas hinterm Haus. Guck mal hier, Alf. Los, machen wir mal den Huf sauber erstmal. Du musst erstmal sauber kratzen. Oh. Wie der dort aber mal latscht. Nässe, jetzt im Frühjahr, die hat die Hufe schon stark angegriffen. Das sieht man halt vor allem, wenn man halt die Hufe hochnimmt und vor allem jetzt hier am Strahl, sieht man das halt. Ne? Da sieht man das halt. Ne? Normal wäre das jetzt hier alles viel mehr voll vom Material und da muss man auch beim Schneider aufpassen, dass man da nicht so tief schneidet, sonst ist man direkt im Leben. So, wenn wir jetzt mal nur den Tragrand kürzen, dann sieht man das auch besser. So, komm mal her. So. Ja gut, anstrengend ist es an sich körperlich schon. Nein, 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 Alf. Ja, ist gut. Mit den klimatischen
dem Klima momentan, das ist natürlich klasse. Es ist trocken, es ist nicht zu heiß, das ist natürlich klasse. Aber im Winter, wenn es richtig kalt ist, aber noch schlimmer ist es Sommer. Also wenn es über 30 Grad ist und man steht dann so in der Sonne und Vorsicht, Alf. Komm, Alf, ist gut. Der Friseur kommt. Ja, genau, da sollt ihr hin. Sehr gut. Jetzt gibt es die Sommerfrisuren, Jungs. So, die beiden werden jetzt aufgehalftert. Wir scheren drüben im anderen Stall. Hier sind wir auf der Jungsweide. Hier wohnen unsere Hengste. Und wir haben den Strom und alles Equipment drüben bei den Stuten in der großen Scheune. Deshalb müssen die Jungs jetzt mit uns mit. Das ist Pedro und das ist Emilio. Sind zwei Wandertiere, die sind sehr gut ans Halfter gewöhnt. Deshalb ist es jetzt überhaupt gar kein Problem, sie mit rüberzunehmen. Der Emilio, der ist noch relativ klein. Der wird im Sommer 2. Und Pedro ist inzwischen 5 oder 6, muss ich jetzt sogar lügen. Der kommt aus dem Zoo in Neunkirchen, der ist nicht bei uns geboren und Emilio ist ein richtiges Saalpacker. Der Emilio, der hat sich direkt, als er hier auf die Hengstweide gekommen ist, als wir den von der Mutter abgesetzt haben, das hat ungefähr 30 Sekunden gedauert, bis er sich in Pedro verliebt hat. Der ist dem zu Anfang überhaupt nicht mehr von der Seite gewichen und eigentlich, also das hat sich auch noch nicht wesentlich geändert. Emilio wird langsam so ein bisschen selbstbewusster. Also manchmal macht er auch schon mal irgendwie so Kesselschritte Richtung Lamas irgendwie, um sich mal ein bisschen irgendwie die Kräfte zu messen. Aber im Prinzip hängt er immer noch sehr an seinem Ersatzpapa Pedro, ne? Und deshalb nehmen wir die beiden jetzt mit, damit die möglichst ruhig bleiben. Nimmt man immer 2 Tiere auf jeden Fall, wenn man irgendwas machen möchte mit denen. Deshalb nehmen wir die jetzt beide mit rüber zum Scheren. Und dann kommt erstmal der Winterpullover aus. Na Jungs, wollen wir mal losgehen? Na kommt! Ja, die anderen Jungs müssen gucken, was hier jetzt los ist. Wo dürft ihr jetzt hin? Und die nicht. Hm? Wir gehen nicht weit. Ja, das ist hier jetzt auch ganz klassisch am Zaun. Alle anderen müssen jetzt erstmal gucken. Angeben. Hier, der Leo ist ein riesengroßer Angeber. Nee, komm, wir gehen jetzt einfach weiter. Jungs, die kommen gleich wieder. Wollt ihr alle mit? Sind ein bisschen viele auf einmal, glaube ich. So viel schaffen wir heute nicht zu scheren. Kommt. Na, kommt. So, ist gut. So, Emilio geht schon ganz schäffig vor, das macht er inzwischen gerne. Früher war er immer hinter Pedro, jetzt traut er sich auch schon nach vorne. Guck mal. Oh, was haben wir hier? Was haben wir hier? So. So, das Erste, was jetzt eigentlich passiert ist, wir binden die beiden erstmal an, weil man sieht es, sie haben ausgiebig im Heu gebadet. Das heißt, sie sind noch sehr schmutzig. Wir machen die jetzt sauber, bevor wir sie scheren. Aus 2 Gründen. Einfach, weil die Wolle natürlich dann sehr viel einfacher zu sortieren ist, je mehr wir irgendwie vorher hier jetzt rausklopfen können. Und der zweite Grund ist auch, wir blasen die gleich auch ein bisschen aus mit so einem Kompressor, weil es ist momentan, es ist extrem staubig.
Die Tiere lieben Sandbäder, das heißt, die sind voller Sand irgendwie. Und wenn wir zu viel Sand auf dem Tier noch haben, das geht extrem auf die Schermesser. Das heißt, die Messer werden sehr, sehr schnell stumpf, wenn wir die Tiere jetzt nicht anständig vorher säubern. Und das ist jetzt erstmal das Erste, was passiert. Bisschen Alpaka-Reinigung und danach wird angefangen zu schoren, zu scheren. Ah, man sieht aber, die beiden sind relativ geduldig, also das geht auch bei anderen ein bisschen anders manchmal. Sie finden das alles nicht so toll, weil die Alpakas sind halt eigentlich extreme Distanztiere. Das heißt, hier so eine Nähe, wie wir sie jetzt zu den Tieren haben, finden viele, viele von denen nicht so toll. Also wie gesagt, der Pedro ist sehr zutraulich, dem macht das nichts, den kann man ganz gut überall anfassen. Der Emilio ist eigentlich auch, der ist manchmal, der wird ein bisschen ungeduldiger noch. Der ist halt sehr jung, klar, dann ist man noch ungestümer. Aber die lassen das schon sehr gut mit sich jetzt hier machen. Ah. So, hier sieht man, wie es schön staubt. Also ich glaube tatsächlich, wir hatten vor dem ersten Scheren, hatten wir immer so ein bisschen Angst, irgendwie, wo wir gedacht haben, oh, das ist ja so brutal, wenn wir hier jetzt mit der Druckluft reingehen. Aber also erstens ist es kein besonders starker Luftstrahl. Und ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen Massage auch für die, weil eigentlich bleiben die da ganz geduldig stehen. Meistens mögen sie es an den Beinen nicht so. Genau, wenn ich da runtergehe, dann fängt er ein bisschen an zu zicken. Aber hier oben, da wo wir eigentlich die Wolle haben wollen, besonders sauber haben wollen, da lässt er das ganz gut mit sich machen. Jetzt versuchen wir das mal rein in den Stand. Hm? Na komm, komm mal mit. Schätzchen, keine Angst. Komm her. Ja, guck mal. Guck mal, ist der Fuß schon drauf. Guck mal, komischer Untergrund, ne? Ja. Na komm. Guck mal hier, mach mal das Köpfchen da durch. Na komm, einen Schritt noch. Ein Stückchen. Ja, guck mal, so ist gut. So ist gut, mein Schätzchen. Ja. Wie fest bin ich denn jetzt? So, ne? Wir brauchen noch einen Korb für die zweite Qualität. So, wenn wir jetzt gleich anfangen mit dem Scheren, das ist ja unsere Ernte sozusagen, die Wolle, die wir hier jetzt abscheren. Der Emilio hat wirklich auch sehr schön feine Wolle. Wir trennen die Wolle immer in erste und zweite Qualität. Die erste Qualität ist eigentlich alles so hier, irgendwie, man nennt das die Decke. Ja, bleib mal stehen, Schatz. Das fängt hier ungefähr an irgendwie und geht im Prinzip hier so irgendwie die Oberschenkel. Es ist je nach Tier ein bisschen unterschiedlich, wie fein das runtergeht, also wie weit das runtergeht, dass es noch sehr fein ist. So Hals, Bauch, das ist eher so die zweite Qualität. Da sind die Fasern oft kürzer und auch ein bisschen gröber. Und das sortieren wir dann einfach aus. Also aus der ersten Qualität wird das Strickgarn gefertigt. Und aus der zweiten Qualität, da machen wir oft Teppiche, das kommt in Oberbetten, also Bettdecken rein. Also da haben wir irgendwie so verschiedene Produkte, die wir eher aus der zweiten Qualität machen. Aber deshalb ist es immer ganz wichtig, dass man die Wolle direkt beim Scheren möglichst gut sortiert, damit man dann einfach ja, die besten Produkte nachher, die besten Ergebnisse bekommt. Guck mal, der Pedro ist da, der läuft auch nicht weg. Komm mal her, genau. Ja, so ist gut. So ist gut. Ganz brav. Das machst du ganz toll. Ganz toll machst du das. Schön stehen bleiben. Ja. Bisschen meckern darfst du auch. Das ist okay. Ja, Schätzchen. So. Soll ich von oben machen?
Ja. Warte mal, ich So, ich habe hier jetzt auch meinen Erntekorb von Emilio. Das ist jetzt die Wolle, die erste Qualität. Das irgendwie, was ich immer am aller tollsten finde, irgendwie am Schurtag, wenn man einfach diese ganz frisch geschorene Wolle riecht. Irgendwie, das riecht einfach wahnsinnig toll. Alpakas haben ja keinen besonders tollen oder großartig intensiven Eigengeruch. Das riecht einfach irgendwie so ganz, sehr wollig. Der hat sehr schöne Wolle. Das ist jetzt noch relativ schmutzig. Das heißt, das ist jetzt unser nächster Arbeitsschritt, bevor wir das alles in die Wollmühle geben können und daraus irgendwie wunderbares Garn spinnen lassen. Muss man diese ganzen Spelzen hier jetzt rausmachen. Ich fange das auch immer instinktiv immer sofort an, weil ich kann keine Wolle sehen, wo irgendwas drin ist. Irgendwie, ich bin da immer sofort irgendwie am Sortieren. Das ist ein anderer Tag, das mache ich jetzt nicht heute. Aber das ist jetzt erstmal das Ergebnis hier von unserem kleinen Emilio. Ne? Dank dir, Emilio, für die schöne Wolle. Da sieht man jetzt schön die Unterwolle und die Oberwolle. Und wenn du da jetzt guckst, wenn wir da jetzt anfangen, dann geht erstmal nur die ganze Unterwolle raus. Und mit der Zeit verlieren sie dann auch die Oberwolle. Die sind dann eine Zeit lang komplett nackt und dann fängt das sofort wieder an zu wachsen. Die haben halt so ein dichtes Fell, weil die kommen ja aus der Mongolei und haben da natürlich andere Temperaturen wie bei uns. Man sagt, die können bis minus 40 Grad draußen sein ohne Probleme. Also schwitzen sie quasi bei uns im Winter mit dieser dicken Wolle. Und die würden das jetzt auch, weil es gibt ja auch wildlebende Kamele, die würden das Fell zwar auch verlieren, aber das sieht halt sehr bescheiden aus, weil die dann so ganze Fetzen verlieren, wie man hier zum Beispiel sieht. Und dann sehen sie so aus wie gerupfte Hühner. Was findet sie da? Das finden sie nicht gut. Entschuldige, dann mache ich da weiter. Hm? Ist das besser? Ja. Guck, da dürfen wir. Ja, was ist denn los, Mäuschen? So, dann ist jetzt Stefan dran mit Bürsten. Bei dem müssen wir immer die Tüte sehr gut außer Reichweite tun. Weil Stefan frisst nämlich auch gerne die Plastiktüte auf. Bei ihm hängen hier jetzt auch schon sehr viele Fetzen. Stefan ist unser Wallach. Der wird 10 dieses Jahr. Und an sich ist er vom Charakter her ein extremer Teddybär. Wobei er manchmal auch, also er ist eigentlich von den drei Trampeltieren derjenige, der am ehesten auch mal so ein bisschen Tagesformen hat, nennen wir es mal. Der kann manchmal auch ziemlich schlecht gelaunt sein. Dann muss man sich natürlich ein bisschen in Acht nehmen, weil so der Stefan, der wiegt auch so 800, 850 Kilo. Und da sollte man einfach keinen Streit mit ihm anfangen. Irgendwie, der gewinnt immer irgendwie. Deshalb irgendwie muss man ihn so ein bisschen irgendwie ab und zu mit Vorsicht behandeln, beziehungsweise einfach immer auch ganz gut im Blick haben. Beim Stefan ist es tatsächlich so, wenn ich im Stall bin da miste oder so und irgendwie wir haben zu, dass sie nicht draußen sind. Also ich habe dann immer eigentlich ein Auge auf einem Fluchtweg. Ich habe immer einen Plan, wie ich da rauskomme, wenn er anfängt, irgendwie plötzlich mal so ein bisschen ungeduldig zu werden. Wobei er sich jetzt hier schon extrem entspannt hat. Zu Anfang hatten wir da mehr Probleme, aber ich denke, das war einfach auch so die Anpassung an das neue Zuhause. Jetzt mittlerweile wohnt er jetzt seit einem guten Jahr hier und jetzt sind wir eigentlich ganz gute Freunde geworden. Ne? Manchmal findet er das doof mit den Bürsten. Bei ihm hängt es hier jetzt auch so richtig schön in Fetzen runter. Aber was man hier jetzt eigentlich auch ganz gut merkt, der riesengroße Unterschied zwischen den großen Kamelen, also zwischen den Altweltkamelen und den Lamas und Alpakas, das hier sind keine Fluchttiere.
Stefan braucht vor nichts wegzulaufen, weil alles läuft eher vor ihm weg. Deshalb kann man denen auch ohne Probleme an die Beine gehen irgendwie und da die Wolle abzupfen, was bei so einem Lama und Alpaka immer ein bisschen schwieriger ist. Stefan ist leider immer der, der am dreckigsten ist, weil der wälzt sich am liebsten mitten im Dreck. Und das sieht man natürlich auch in der Wolle. An sich hat er auch sehr schöne Wolle, aber ist halt eben einfach unser Schmutzfink so ein bisschen. Na, Stefan, an deine Höcker komme ich jetzt gar nicht. Aber da geht es heute auch noch nicht so richtig gut. Oh, was hast du da alles wieder drin? Bootsmann! Bootsmann ist natürlich der allerwichtigste Vierbeiner hier auf der Saaralpaka-Farm. Hä? Ne? Bootsi, mein Schatz, mein Bester. Hä? Komm, wir gehen mal gucken. Na komm. Nee, hier. Guck mal. Guck dir das Alpaka an. Komm. Bootsmann. Komm, wir gehen mal rein. Das ist eine mongolische Jurte. Und wir haben lange überlegt, weil unser alter Hofladen, der war sehr, sehr klein. Und ja, wir haben alles Mögliche irgendwie durchdacht, was wir machen können mit dem Hofladen. Und irgendwann ist uns die Idee gekommen mit dieser Jurte. Das finde ich einfach irgendwie einen ganz, ganz tollen Raum hier. Die kommt original aus der Mongolei. Und zu den Kamelen passt das jetzt natürlich auch dann doch wieder ganz gut bei den Lamas und Alpakas. In Südamerika gibt es wenig Jurten, aber irgendwie die Trampeltiere passen hier sehr gut zu. Und wir haben hier jetzt endlich ein bisschen mehr Platz, können unsere Sachen ein bisschen schöner präsentieren, müssen vor allen Dingen nicht mehr Dinge raus und reinräumen, sondern haben hier jetzt einfach auch irgendwie von der Atmosphäre her, denke ich, einen super schönen Hofladen. Hier haben wir die Saaralpaka-Wolle, also sprich die Wolle von unseren eigenen Tieren, die wir hier ja im Hofladen verkaufen. Das ist immer eigentlich irgendwie ja natürlich eins unserer Lieblingsprodukte. Wir haben auch Wolle aus Peru dazu gekauft, weil unsere Wolle ist ja komplett naturbelassen. Das heißt, da haben wir nur Naturtöne. Ansonsten gibt es natürlich auch farbige Alpaka-Wolle hier. Wir versuchen halt auch immer so möglichst unsere gesamte Wolle zu verarbeiten. Das heißt irgendwie die erste Qualität, das feinste Garn, geht in das Strickgarn. Und aus der zweiten Qualität irgendwie kann man wunderbar Seifen herstellen lassen. Die Wolle, die nicht ganz so fein ist, die kann man immer noch wunderbar für einen Teppich weiterverarbeiten. Und uns liegt immer sehr, sehr viel daran, dass wir einfach das gesamte Produkt auch wirklich verarbeiten können. Der Zoo hatte uns gefragt vor 2 Jahren, weil die gerne mal wieder Alpaka-Nachwuchs kriegen wollten. Der Ernesto, also der Deckhengst aus dem Zoo, mit dem hat es halt nicht mehr geklappt ein paar Jahre lang. Und dann hatten die uns angesprochen und wo wir gesagt haben, ja klar, also wir haben ja mehrere Deckhengste, die nicht immer bei uns alle im Einsatz sind. Und dann hatten wir den unseren Leo ausgeliehen. Es waren eigentlich 3 Stuten, die er gedeckt hat, aber klappt halt nicht immer. Eins ist rausgekommen, ein Fohlen. Und ein sehr schönes. Wo ist er denn? Versteckt für sich. Khashoggi! Hallo! Hallo! Wir sind doch ganz froh, dass wir zumindest den Khashoggi jetzt bekommen haben. Und dabei war es ganz wichtig, dass das Timing ganz besonders ist, weil wenn die Geburt jetzt in den kalten Wintertagen zum Beispiel ist, dann bekommen die Jungtiere zu wenig Sonnenlicht ab und dann können die ganz leicht Knochenerkrankungen bekommen, wegen dem Vitaminmangel, der dann daraus resultiert. Ja, aber soweit hat in dem Fall alles gut geklappt und deswegen sind wir sehr froh, dass wir jetzt so ein gesundes Tier abgeben können. Na, Khashoggi? So, guck mal, Rainer hat den Wagen schon mal aufgemacht. Nützt ja nichts, ne? Khashoggi!
Oh. Oh, das ist die Mama. Schätzelein. Ach, guck mal, Mama ist schon, hat ihn schon vergessen. Ich glaube, jetzt will er raus. Machst du gleich die Tür auf, wenn ich ihn hab, ich versuche ihn. Ja, ja. Ganz schöner Brocken, ne? Jetzt? So. Schocki. Komm, Schätzchen, wir gehen mal gucken. Zu Hause. Guck mal. Psch, 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 psch. Galileo hat natürlich deutlich Heimvorteil. Das ist super, dass er jetzt einen Spielkameraden bekommt. Oh, das sieht doch schon ganz gut aus, die beiden. Jetzt kommen wir auf die Großen, mal gucken. Boah, ich würde mal sagen, das läuft. Jetzt rücken sie doch schon näher aneinander ran. Er ist viel sauberer als Galileo. Unsere Wanderungen laufen immer so ab, dass wir gemeinsam mit den Gästen die Tiere einfangen. Dann gibt es so eine kleine Einführung, wo wir erklären, wie ticken Lamas und Alpakas, wie muss man sie führen. Jeder bekommt sein eigenes Lama oder Alpaka an die Leine und dann geht's los. Wir merken immer, wie schnell das eigentlich geht, dass die Leute eine Beziehung zu ihrem Tier aufbauen und ja, wie sie sich zusehends entspannen. Die Alpakas und Lamas sind recht einfach zu führen. Und man kann sich sehr schnell einfach dieser Entspannung hingeben und dann einfach die Natur genießen und das Zusammensein mit den Tieren und sich komplett entspannen hier im Stiftswald. Es gibt nichts Entspannenderes als dieses Geräusch von einem grasenden Alpaka. So, ich finde, wir haben uns hier alle jetzt eine kleine Pause verdient. Sancho und Petit Martin, wir haben das Picknick vergessen. Schade. Unsers. Ja, ja, genau. Aber naja, der Blick ist schön und ein bisschen Entspannung tut auch mal ganz gut. Mhm.